Ja, hallo ihr Lieben, ich zeige euch jetzt mal ein kleines Update zu unserer Ökophilias maritima Kolonie. Ja, wie ihr seht, die Kolonie ist schön gewachsen und das Problem ist aber, dass die Pflanze, also in dem Fall die Monstera, mit dem Wachstum der Kolonie nicht ganz mithalten konnte. Ja, das alte Nest ist mittlerweile schon so vertrocknet, die Blätter sind braun geworden, die Tiere sind ausgezogen und suchen natürlich jetzt neue Nestmöglichkeit. Aus dem Grund sind die auch in den oberen Bereich hier des Formikariums hingezogen. Ich werde dieses alte Nest jetzt entfernen, also das ist ja soweit leer und jetzt kommt eine neue Pflanze zusätzlich mit rein, mit neuen Blättern, wo die Tiere sich einweben können. Und damit die Tiere zusätzlich noch weitere Möglichkeiten haben, sich einzunisten, werde ich jetzt hier einen Reagenzglasbaum platzieren. Wie das Ganze aussieht, das zeige ich euch im folgenden Video. So, da haben wir das Nest. Das werde ich jetzt erstmal wegräumen. So, und jetzt geht's ans Gärtnern. So, jetzt baue ich einen Reagenzglasbaum. Ein Beispiel dazu findet ihr auch im Buch Ameisen, die Entdeckung einer faszinierenden Welt von Professor Berthold Duppler auf der Seite 256. Ich habe hier einen Bambusstab, 10 Reagenzgläser, die ich zu Neströhrchen umwandle und ein paar Kabelbinder. Ja, zunächst einmal befülle ich die Reagenzgläser mit Wasser und stopfe ein Wattestück zwischen Wasser- und Nestbereich. Jetzt habe ich das Ganze soweit fertig gemacht. Ich habe es ein bisschen eingedreht, so wie es auch in dem einen Buch noch abgebildet ist. Und jetzt werde ich das in der Anlage einbauen. Ja, wie ihr seht, haben die Ameisen die Reagenzgläser soweit angenommen, ja, auch die Eingänge soweit verwebt. Und das Ganze ist jetzt vorübergehend jetzt erstmal eine Lösung, bis die Monstera, also die Pflanze, sich soweit ein bisschen erholt hat, auch genug Blattwerk vorhanden ist, dass die Tiere sich dort wieder schön einweben können. Und dann würden wir das Ganze auch wieder hier rausnehmen. Ja, und das alte Nest, das haben wir hier bei uns im Ausstellungsbereich platziert. Also wenn ihr bei uns zu Besuch seid, dann könnt ihr euch das Ganze hier vor Ort auch gerne nochmal anschauen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.